Hey, ich bin Timo und das hier sind die 10 Gebote des Parfums. Ab geht's. Natürlich dürft ihr das Ganze hier nicht zu ernst nehmen, aber eigentlich schon. Ich habe mir einige Gedanken gemacht rund um die Parfümwelt, aber auch um die Community. Ich denke, hier ist etwas für jeden dabei. Vom Parfüm-Neuling, also Parfüm-Rookie, der noch gar kein Parfum hat, bis zu dem, der seinen ganzen Schrank voll hat. Ja, so richtige, ich sag mal lieb gemeint, Nischenbesserwisser. Also, seid ihr coole Typen und neu hier? Natürlich abonnieren, denn hier ist der Duft-Content so ein bisschen anders, wie ihr wahrscheinlich an diesem Video schon etwas merken könnt. Aber okay, okay. Ihr wollt jetzt 10 Gebote von mir haben, die könnt ihr haben. Hier kommt das erste Parfümgebot. Starten wir mit dem ersten Gebot und das heißt, die absolute Parfümwahrheit gibt es nicht. Oh ja, Parfüm ist immer subjektiv. Das wird recht häufig vergessen. Duft-DNA, Silage, Haltbarkeit, das sind alles so Sachen, die sind subjektiv. Viele sagen immer, ja, der und der Duft, der ist ja viel besser als der. Da fehlt mir immer sowas wie, für mich ist das so oder aus meiner Sicht. Aber naja, ihr dürft einfach nicht vergessen, Geschmäcker sind verschieden, was absolut gut ist, denn sonst würde die ganze Duftwelt ein großer Einheitsbrei sein und das muss ja nicht sein. Von daher, es gibt einfach nicht diesen einen Duft, der besser ist als alle andere. Wenn du das gerade denkst, dann ist es einfach deine eigene Wahrnehmung. Und das ist auch okay, absolut. Ne? Aber ich sag mal so, ne, riechen und riechen lassen, wenn jemand anders etwas anderes lieber mag, ey, ist doch okay. So ist es nun mal. Ja, riechen und riechen lassen. Ein super Zitat. Gebot Nummer 2. Parfüm kann nicht alles. Ja, bist du ein absoluter Idiot, dann bringt dir auch das beste Parfüm auf der Welt, was du jedenfalls als solches erachtest, nichts. Ich finde, Parfüm ist immer so eine Art Zuckerguss, ne? Du musst einfach ein cooler Typ sein, ordentlich gekleidet, vielleicht hast du auch noch ein bisschen Benehmen, ja? Und dann hast du einen super Duft, mit dem du dich top fühlst, mit dem du dich in einem, ja, higher self bringen kannst. Wow, ja, dann ist es super, ne? Und es gibt auch keine Dosenöffner, denn Geschmäcker sind immer verschieden, ne? Von daher, tragt einfach einen Duft, mit dem ihr euch wohlfühlt. Seid ordentliche Menschen und geht das Ganze einfach mal locker an. Ja, und immer im Hinterkopf behalten, Parfüm kann nicht alles, okay? Gebot Nummer 3. Vergesst nie die Leidenschaft. Bitte keine Lieblingskäufe tätigen. Was bringt dir das 27. Düftchen, was auch mal wieder nach Aventus riecht, was du sowieso nicht nimmst? Je mehr inflationär du damit umgehst mit dem Thema Parfüm, desto langweiliger wird es, finde ich. Man sollte sich immer diese Leidenschaft bewahren, immer neugierig sein, immer auf der Jagd. Das ist absolut okay. Ne? Man sollte auch seine Grenzen kennen, gerade finanziell, absolut okay. Aber trotzdem, ne? Leidenschaft wahren, Leidenschaft erkennen und sie ausleben, das ist super. Aber auch mit ein bisschen Respekt umgehen, nicht nur dem Parfüm gegenüber, sondern auch für uns, wir kleinen YouTuber, die es hier gerne machen, aus Leidenschaft. Ich zum Beispiel oder viele andere auch, Fragrance Koppel oder Jan von Ode Fragrance, der Chris und ach, so viele andere auch, ne? Die klein sind und die, ja, die einfach das machen, worauf sie Bock haben. Euch lustigen, unterhaltsamen, aber auch spannenden und kompetenten Content zu liefern. Manchmal denke ich mir so ein bisschen bei den Kommentaren, das sind wenige, aber ne, trotzdem denke ich mir so, ach, Junge, ne, gerade bei auch anderen. Bei mir ist das meist okay, ne, Daumen nach oben für euch da draußen. Aber trotzdem, Respekt wahren, das ist manchmal sehr gut. Das heißt manchmal, ihr wisst schon, was ich meine, ist immer Pflicht, finde ich. Und ja, erkennt die Leidenschaft, auch was wir hier machen. Und deswegen Daumen nach oben und ja, supportet alle kleinen YouTuber. Ja, das würde mich natürlich auch aus Eigennutz natürlich sehr freuen. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Gebot Nummer 4. Schütze dein Parfüm. Denn so hast du lange etwas davon. Schütze es vor Licht, Wärme, ja, Temperaturschwankungen. Muss nicht so unbedingt sein, ne? So Parfüm im Sommer auf der Terrasse lagern. Nee, je teurer und je größer halt deine Sammlung ist, desto wichtiger ist das Ganze. Hast du jetzt 3, 4 Designer, ne? Ja, Mensch,
dann lass die vielleicht auch mal im Bad, wenn du das magst, damit man sie immer schön angucken kann. Okay, du wirst sie ja relativ schnell verbrauchen, aber ganz generell, ich würde damit pfleglich umgehen, ja, mit Respekt, denn ja, das Ganze sind Meisterwerke und wenn du etwas länger davon etwas haben willst, dann geh damit gut um. Ne? Das heißt, schön gut verpacken bzw. verstecken das Parfum, gut damit umgehen, na, nicht wie wild daran schütteln vielleicht auch, ist ja dunkel, kühl, aufbewahren. Na, sind eigentlich Basics, aber trotzdem gehört es hier mit in die Gebote. Ja, Gebot Nummer 5, denke vor dem Kauf, aber folge deinem Herzen. Na? Stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis, was du dir da kaufen willst? Brauchst du es wirklich oder hast du jetzt 7 andere, die eigentlich genauso gleich riechen? Schon wieder nach Aventus, schon wieder so wie Dion Sauvage und dann ist jetzt der 7. dabei. Wie fühlst du dich damit, ne? Wenn du diesen Duft trägst, wenn du ihn vorher testest? Auch sehr wichtig. Ne? Hält der für den Preis angemessen lange, auch wenn das subjektiv natürlich ist, darf man auch nicht vergessen. Ja, all dies und vieles mehr, das sollte man bedenken, aber bedenke auch, wir leben nicht für immer. Von daher, folge deinem Herzen und dann kauf auch mal einen Duft, der vielleicht jetzt nicht die 12, 13, 14, 15 Stunden durchhält, sondern einfach eine schöne DNA hat, die dich happy macht. Ja Mensch, ne? Parfum soll dein Leben bereichern und Spaß bringen. Und wenn du das fühlst, okay, dann mach es. Aber denke vorher drüber nach, dann hast du weniger Ärger danach. Gebot Nummer 6 und ich predige es rauf und runter auf diesem Kanal. Gut duften muss nicht immer teuer sein. Nein, du brauchst keinen Duft für 2, 3, 400 Euro oder mehr, um einfach nur angenehm zu riechen und vielleicht auch Komplimente zu bekommen. Mm-mm. Brauchst du nicht. Also, nein, da kann ich dir Entwarnung geben, aber verlierst du dich einmal ins Rabbit Hole der Nischendüfte, da kann das Ganze schon mal ein bisschen teuer werden. Ja. Aber, und da spreche ich auch aus Erfahrung, möchtest du einen Duft haben, den du nicht an jeder zweiten Straßenecke riechst und der vielleicht auch deinen Charakter unterstreicht, ja, der auch dann sehr unique ist, vielleicht auch nicht immer so gut ankommt, ja, da braucht man meistens Nische und meistens sind diese Düfte ein bisschen teuer. Aber trotzdem, gut duften muss nicht teuer sein, du kriegst Hammerdüfte, auch auf diesem Kanal immer oft vorgestellt. Die kosten manchmal 20, 30 Euro und die sind super. Die kannst du neben dem Club zum Date, damit läuft dein Leben super. Du brauchst nicht immer das Allerteuerste. Ja, das ist wirklich so. Gebot Nummer 7, trage, was du magst. Ob einen Frauenduft als Mann oder andersrum, whatever. Dich soll der Duft happy machen, ja. Auch wenn du einen Winterduft im Sommer nimmst, naja und, dich soll der Duft beglücken. Also, trage den Duft, das ist meine Meinung, immer an erster Stelle nur für dich. Auf Komplimentenjagd gehen, ja, ich kann schon verstehen, dass man das macht, gerade wenn man etwas jünger ist, aber generell muss es doch nicht sein, oder? Vor allem, jeder hat einen anderen Geschmack. Selbst wenn du den allergrößten Crowdpleaser nimmst, irgendjemand wird sagen, das mag ich nicht. Von daher, mach dich glücklich, dann machst du andere auch glücklich. Ach, wie schön weise. Gebot Nummer 8, Hygiene vor Parfum. An Waschen, du musst denken, dann kannst du deinen Körper mit Parfüm beschenken. Absoluter flacher Spruch, aber er zeigt einfach, ja, wasch dich bitte, ja. Deo rauf, Zähne putzen, Hygiene am Start haben ist absolut wichtig, ist ein Basic, aber manchmal denke ich mir so, oh Junge, du brauchst ja gar keinen Parfum jetzt tragen, aber zumindest ein Deo, das wäre schön gewesen. Ne? Denn ihr wisst, Parfum kann nicht alles. Denkt dran, ne? Die Basics machen, dann kommt der Zuckerguss, das Parfum. Ja, und dann klappt das schon. Gebot Nummer 9, habt Spaß. Das mag für den einen oder anderen absolut abgedroschen klingen, aber vielleicht mache ich das mal etwas philosophischer. Wir leben nicht für immer. Wieso soll ich mich deswegen aufregen? Das zum Beispiel von Tom Ford, der Mandarino del Amalfi, den ich im Sommer sowas von gerne trage. Der hält nur 3, 4, vielleicht 5 Stunden und dann ist das Ding auch schon gelutscht. Leider ein Hammerduft, super schöne Urlaubs-Sommer-DNA. Das kann man sich nicht ausmalen.
extremst teuer, hält nicht lange, aber ganz ehrlich, ich trage ihn trotzdem, weil, ja, mir bringt er Spaß. Und das ist auch das Allerwichtigste. Er bringt mir Spaß, der verbessert meine Laune manchmal sogar, von daher knall ich mir den gerne rauf und will mich da gar nicht drüber aufregen. Ja, es könnte besser sein, weiß ich, aber na und? Und selbst wenn ich mir ab und zu mal einen Duft kaufe, der sich dann als Flop nach ein paar Wochen ergibt, ja, dann ab auf Parfumo, verkaufe ich, kaufe mir was anderes, was mir Spaß macht. Na, denkt dran, ihr müsst Spaß haben und wenn euch etwas daran stört, dann ändert das nicht nur im Leben, sondern auch beim Parfum. Mensch, da habt ihr euch mal verkauft. Ja, Erfahrungen gehören dazu, macht doch nichts. Ne? Ja, gibt teure Erfahrungen und günstige Erfahrungen, aber so ist es auch im Leben. Von daher, nicht aufregen, gibt genug schlimmere Sachen im Leben, Parfum soll Spaß machen und den solltet ihr auf gar keinen Fall vergessen. Gebot Nummer 10, Folge. Timo Lost Fragrances hier auf YouTube. Ja, vielleicht ist das hier nicht ganz jetzt so ernst gemeint, dieser Punkt, aber trotzdem, es wird dich glücklich machen und mich glücklich machen und das ist doch super. Hier kriegst du echt etwas anderen Duft-Content. Also, folg mir. Das muss nochmal hier in Stein gemeißelt werden. Deshalb Gebot Nummer 10, folge mir. Da sind wir auch schon am Ende des Videos und jetzt lasst uns diskutieren in den Kommentaren. Welche Gebote müssten auch noch mit dabei sein? Nichts ist in Stein gemeißelt, auch das hier nicht. Na, die Duftwelt ist ja auch dynamisch, von daher in die Kommentare, welche Gebote sollten hier noch rein? Was kann man noch ergänzen? Ne? Also, ihr seid jetzt gefragt, ich bin mal gespannt, was dabei so rumkommt. Vielleicht habt ihr irgendwo auch erkannt, ja, der Typ hat ja doch ein bisschen recht gehabt, gerade mit Gebot Nummer 10. Und ja, lasst das Ganze ein bisschen locker angehen. Ich weiß, der eine oder andere wird sich wieder auf den Schlips getreten fühlen, aber Gebot Nummer 1, Parfum ist subjektiv. Ne? Haltbarkeit, Duft-DNA, Silage, Verpackung, ja, das ganze Leben ist subjektiv. Ja? Die Frau, die ich schön finde, die sagt, das sagst du wahrscheinlich. Dein Ernst, Alter? Aber so ist es nun mal. Ist doch absolut okay. Ne? Lasst uns ein bisschen verschieden sein, das kann nicht schaden. Also, in die Kommentare mit euren Geboten, Ergänzungen oder Ausführungen, wie auch immer. Und dann sehen wir uns natürlich bald wieder. Also, eure Duftnummer 1 oder 2 oder 3, was ihr auch wollt. Timo, und jetzt hier, das Video war, ach, war das toll. Das war auch okay, ein bisschen komisch, aber war auch toll. Also, bis bald. Timo, das ist nämlich mein Name.